Monat, seit wir aus dem Urlaub wieder zurück sind, den jetzt vergangen. Und ich habe ein bisschen überlegt, was wir jetzt hier auf dem Channel weitermachen, weil ich schon Lust hätte, weiter Videos zu machen. Und habe da ein paar Formate, Videoreihen geplant, wo es dann nochmal um die vergangene Reise geht und zukünftige Reisen. Sowas wie Highlights und was man gesehen haben muss, was man nicht unbedingt sehen muss, was unsere persönlichen Highlights waren. Und zu dem Ganzen habe ich im Internet ein relativ gutes Mikrofon gefunden, ich finde, weil ich habe mir gedacht, der Ton von der GoPro ist zwar nicht schlecht, aber wenn man längere Zeit redet, ist es doch etwas leise und naja, man hat immer diesen relativ dumpfen Sound. Und dann habe ich einfach mal geguckt, was im Internet so für Mikrofone vorhanden sind und was die so kosten. Und habe dann gesehen, dass das Kabel, um überhaupt ein externes Mikrofon anzuschließen, von GoPro selbst ziemlich teuer ist. Also das günstigste, was ich glaube ich gefunden habe, waren um die 20 Euro. Und es war mir persönlich zu teuer. Und habe dann im Internet nochmal ein bisschen weiter rumgesucht und habe dann ein Mikrofon gefunden, was mich persönlich 27 Euro gekostet hat, gibt es aber mittlerweile auch für 19,99 Euro. Da ist dann quasi schon der Adapter, den ihr braucht, um das Mikrofon an den Micro-USB-Anschluss anzuschließen, mit dabei. Und halt das Mikrofon an sich auch. Also kriegt ihr für einen Preis von dem Originalkabel, kriegt ihr das Kabel plus plus ein Mikrofon, was ich extrem fair finde. Und das Ganze wollte ich jetzt euch eigentlich mal vorstellen. Also kann das ja mal kurz in die Kamera halten. Das ist das gute Mikrofon. Kurz gucken. Und ist von der Firma Boya, ist das Boya LM20. Wie gesagt, kommt mit dem USB-Adapter schon dabei. Und dem Mikrofon an selbst ist ein Lavalier-Mikrofon, also könnt ihr euch irgendwo hier oder wo auch immer an den Klamotten festmachen. Hat auch so einen kleinen Windschutz, jetzt nicht das teuerste und beste, aber so einen kleinen Schaumstoff-Windschutz ist dabei, damit der Wind ein bisschen gedämpft wird. Zu den technischen Daten habt ihr, wer sich damit auskennt, ich jetzt nicht so wirklich gut, aber ich blende euch hier mal die technischen Daten ein, die Frequenzbereiche, die abgedeckt werden und sowas. Hat mich jetzt persönlich nicht wirklich interessiert, weil ich denke mal, für so normale GoPro-Videos oder so Tutorials auf YouTube reicht das vollkommen aus. Ich wollte es jetzt gleich mal anschließen, damit könnt ihr einmal den Qualitätsunterschied hören. Ihr habt jetzt fast 3 Minuten Ton von dem reinen GoPro-Mikrofon. Dann habt ihr mal einen guten Vergleich. Und deswegen stoppe ich jetzt mal kurz das Video und schließe das Mikrofon an. Und dann bin ich gleich wieder da. Achso, ich bin nochmal kurz wieder da. Ton ist jetzt noch über die GoPro-Kamera. Ich habe ganz vergessen, ich wollte einmal kurz die einzelnen Teile zeigen, die dabei sind. Also einmal ist das hier. Sehen, ja, das ist das Kabel. Ihr habt hier den ganz normalen Micro-USB-Anschluss und dann normalen 3,5 mm Klinkenanschluss. Und das ist das Mikrofon. Wie ihr sehen, hier ist der Schaumstoff-Windschutz. Dieser Clip ist aus Metall, das finde ich ganz gut, nicht aus Plastik. Denkt mal, der hält einiges aus und geht nicht sofort kaputt. Und einen ganz normalen 3,5 Klinkenanschluss. So, jetzt schließen wir das ganze Ding eigentlich mal an. So, jetzt müsstet ihr mich eigentlich über das Mikrofon hier hören. Ich habe das jetzt hier in den T-Shirt-Ausschnitt gesteckt. Das ist ungefähr so eine Handhöhe von meinem Mund weg. Ich hatte das Mikrofon vorher schon mal getestet. Von daher weiß ich ungefähr, wie die Soundqualität sich anhört. Also man ist auf jeden Fall lauter und fühlt sich natürlich, oder vom Klang her kommt man natürlich viel näher rüber, weil das Mikrofon jetzt viel weniger weit vom Mund entfernt ist. An sich finde ich die Qualität echt überraschend, also hat mich überrascht für den Preis, den man im Endeffekt bezahlt. Für professionelle Sachen gibt es natürlich andere, bei
Preisklassen dann so ab 50 Euro kriegt man welche, wo der Klang natürlich noch besser ist. Aber ich finde, für so einfache YouTube-Tutorials oder Videoaufnahmen, die man so macht, zum Beispiel wie ich jetzt, hier ist es vollkommen ausreichend und für den Preis von 20 Euro kann man da überhaupt nichts falsch machen. Was ich noch gemacht habe, ist das Kabel, was dabei ist. Ich muss mal eben selbst nachgucken. Das ist nämlich ziemlich kurz. Da steht's. Genau, das Kabel vom Mikrofon selbst ist nur 1,2 Meter lang. Und das ist mir persönlich zu kurz, weil auf die Entfernung reicht es nicht, um es zum Beispiel unter den Klamotten herzulegen. Deswegen habe ich mir so ein 3,5 Klinken Verlängerungskabel gekauft. Das kriegt ihr im Internet für 1,80 Euro hinterhergeschmissen. Also das kostet echt nichts. Das steckt ihr einfach dazwischen. Ihr habt keinerlei Qualitätsverlust oder sonstiges. Und habt dann einfach eine komplett längere Reichweite. Ihr könnt das irgendwo unter eure Klamotten legen und dann an, so dass man das halt im Video nicht mehr sieht. Und das ist einfach, finde ich, angenehm. Allein schon, um es zu haben. Ob man jetzt wirklich braucht, ist dann halt immer Präferenzsache. Aber ich denke mal, für den Preis kann man auch nichts falsch machen. Also ich bin echt positiv überrascht, was man für 20 Euro oder mit dem Adapterkabel für rund 22 Euro jetzt für Tonqualität echt noch aus den GoPro-Videos rausholen kann. Ich kann das eigentlich nur empfehlen für den Preis. Ich verlinke das Mikrofon, also das Mikrofon mit dem Adapter und das Verlängerungskabel und in der Beschreibung, dann könnt ihr euch das mal angucken. Ist relativ schnell immer vergriffen, kommt aber dann eine Woche später oder so, ist es wieder bei Amazon gelistet. Bei eBay hatte ich auch geguckt, bei eBay ist es aber meistens teurer oder kommt aus Asien. Meines Wissens nach ist der Hersteller ist eine französische Firma, da würde ich jetzt aber auch kein Brief und Siegel darauf geben. Ich meine, es ist eine französische Firma, die in China produziert. Als Produktionsort steht zumindest hier Shenzhen in China hinten drauf, aber welche Firma produziert nicht in China? Also wie gesagt, ihr müsst jetzt den Unterschied hören. Vielleicht ist es was für euch, wenn nicht, dann nicht. Ich wollte es nur mal zeigen, weil für einige könnte es doch bestimmt interessant sein, die öfter Videos machen. Für unterwegs, finde ich, ist es nicht geeignet. Also unterwegs mit dem Mikrofon rumzulaufen und dann der GoPro ist, finde ich, das verfehlt dann den Zweck der GoPro, indem sie klein, handlich und schnell draußen angeschmissen, nicht wie eine große Videokamera. Und wenn man dann noch Kabel hat, finde ich nicht praktisch. Also wenn dann für so Standaufnahmen oder so Quatschvideos, wie wir jetzt hier machen. Also wenn ihr Interesse habt, checkt einfach unten die Links ab, guckt es euch an und vielleicht ist es ja auch was für euch. Mir reicht die Qualität vollkommen aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.